Willkommen, Leute. Oh Gott, zu 4-1 Extraction Point. Das erste on. Viele von euch wissen ja, habe ich ja nach, also in dem Let's Play eigentlich gesagt gehabt. Teil 1 hatte ich ja schon mal ein paar Jahre bevor ich es angefangen habe, schon mal geschaut. Eben als LP, bei wem anderes. Und Extraction Point und Perseus Mandate kenne ich aber kein Stück, also komplett blind. Ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist. Keine Ahnung. Oh Mann. Ich fasse es nicht, dass ich jetzt schon wieder hier mache. Oh Gott. Ich weiß nicht, inwiefern sich das hier... Nee, egal. Ich werde einfach mal gleich starten, Leute. Hab's noch für euch auf Deutsch gepatcht und alles andere möglich gemacht hier. Widescreen und alles mögliche auf jeden Fall, würde ich sagen. Wir starten gleich mal ein Spiel. Und wir spielen auf mittlerer Schwierigkeit, glaube ich. Das passt eigentlich. Und ich hoffe mal, der Sound wird gleich ganz gut sein. Bisher hat alles sehr gut angehört. Und ja. Dann würde ich mal sagen, let's move. Na, oder? Ja. Erstmal Intervallen 1 Kontamination. Ach, schön. Da weiß ich ja schon mal, wie mein wie der Titel heißen wird für den ersten Part. Das ist ja schon mal großartig. Beliebige Taste drücken. So. Griffin! Was stand da? Ah, Sierra Entertainment präsentiert Griffin Tires. Ja. Ja. Präsentiert irgendwelche Reifen. Cool, ne? Ach Mensch. In Zusammenarbeit mit Monolith Productions. Da ist er. Okay, cool. Da ist er, Leute. Da ist er. Das Ende von Teil 1. Darum, darum, darum. Ah! Paxton ist tot, stimmt ja. Extraction Point. Ja, heißt es, geht wohl direkt nach Teil 1 weiter, das knüpft direkt da an. Bei der Explosion der Origin-Anlage wurde die gesamte Stadt verwüstet. Über den Status der 4 Organisationen sowie der restlichen Spezialstreitkräfte Einsatzgruppe Delta SSEGD ist nichts bekannt. Stellen Sie den Kontakt zu überlebenden 4 und SSEGD-Einheiten wieder her. Na dann machen wir das doch mal gleich. Wer sind wir da eigentlich jetzt? Ich weiß es gar nicht. Wir sind, glaube ich, sind wir jetzt immer noch der Typi vom ersten Teil? Weiß ich jetzt gar nicht. So, das ist der Helikopter. Oh, sind wir? Wusste ich gar nicht. Na, ist ja ganz toll. Ach, gut. Ich glaube, ich kann ja echt mal den Sound ein bisschen lauter stellen. Ein kleines bisschen. Haben wir die Sprache der Musik. Ja, komm. Ja, cool, ne? So. Habt ihr nichts mehr zu sagen? Jetzt, wo ich... Wir müssen einen anderen Weg nach unten finden. Sie ist unmöglich in der Verfassung, durch das Loch da zu klettern. Mir geht's gut. Muss wohl so sein. Legt mir weg. Auf STRG ist Slow Mode, Dingens hier, Bullet Time. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es am Anfang hatte. In 4.1. So, wir können auf jeden Fall schlagen. Ja, wir sind cool. Suchen Sie halt, weg aus dem Gebäude. Cool. Da liegt irgendwer. Wisst ihr, Leute, ich höre schon wieder diese dummen Geräusche und ich will schon wieder einfach das Spiel ausmachen. Ganz im Ernst. Oh Mann. Oh, Leute. Oh Gott. Ach, eine Pistole. Ist ja ganz toll. Ja, das kommt mir noch sehr bekannt vor. Ich hoffe mal, der Sound ist soweit gut. Ach Mensch. Jetzt hier. F. Oh Leute. Ich sehe schon kommen. Nun drücken Medikit. Na, ist ja ganz toll. Z. Habe ich letztes Mal auch auf Z gehabt? Das ist echt eine komische Taste. Oh, okay. Okay, alles in Ordnung. Hier können wir nicht rein. Cool. Können wir eigentlich rennen? Nee, ich glaube, wir können nicht rennen. Ja, nee, glaube nicht. Drücken Sie sich, um sich zu drücken. Dankeschön. Cool, hallo. Freundchen, wie geht's so? Ah, cool. Runterfallen. X. Okay. Ich lasse einmal die Steuerung so, weil ich nicht weiß, wie es davor war. Oder ja.
ja. Ja, naja. Da! Was zum... Moment mal, das geht ja wohl gar nicht hier. Das geht ja wohl... ne, das kann ich... Das kann ich so nicht machen. Also Interaktion, ja, also ihr habt jetzt nicht mitbekommen, aber Nahkampf ist Maustaste 2. Also, was ist denn das hier? Komm. Zielen, bitte auf Maustaste 2. Ja, ist ja ganz toll, ja. Also, ja. Okay, Leute, also es ist ganz komisch. Ich kann hier echt nichts ändern an der Steuerung. Das Spiel hängt sich irgendwie kurz auf und es geht echt nichts. Also auf jeden Fall, jetzt muss ich echt damit klarkommen, dass auf Umschalt, also guck mal Umschalt, ja, der links, der Pfeil nach oben geht, ist jetzt Zielen bei mir und die Maustaste 2 ist Schlagen, also Nahkampf. Ne? Also, das muss ich mal finden, ja, weiß auch nicht. Ja. Okay, auf jeden Fall. Danke, Leute. Was ist denn mit euch los? Oh Leute, ich will hier nicht mehr sein, ganz... Ah! Warum tut ihr mir das an? Okay, das Teil sieht gefährlich aus. Ah! Was? Okay. Einfach weiter. Was? Wieso explodiert jetzt alles auf einmal? Okay. Leute, wir sind hier im Boden drin und es ist cool hier, ne? Also ich möchte hier gerne sein, ich möchte hier gerne leben. Ich würde mal so einen kleinen Teppich mitmachen und hier der Kühlschrank und ja. Oh Leute, was ist denn hier los? Was denn? Oh nein. Hallo Alma. Ja Alma, hallo, wie geht's dir? Ah! Okay, das habe ich schon in Teil 1 so gehasst, aber eine Sache muss ich jetzt echt mal ändern, also wenn das nicht geht, dann ist es echt ein bisschen bescheuert, weil meine Mausempfindlichkeit ist echt ein bisschen zu hoch, ja gut, das geht auf jeden Fall jetzt schon besser. Ah, hier. Ah, ja, auch schön, alles dunkel, das, also sowas mag ich, also ich hab's ja schon gesagt, das ist etwas kürzer hier, das ist nicht ein komplettes Spiel oder so wie in 4.1 heißt. Hm. Ah, okay, macht Sinn. Kletter doch einfach über das Teil oder trete das ein. Was müssen wir uns aufteilen schon wieder? Okay, Leute, was ich gerade sagen wollte, es wird hier etwas schnell vorangehen, heißt, es wird jetzt nicht ewig lang dauern, bis irgendwelche starken Typen kommen, denke ich mal, zumindest. Ja, also braucht sich da nicht wundern. Ach! Ist immer komisch, Leute, bei so Sachen, bei denen man sich erschrecken sollte, erschrecke ich mich oft nicht, aber bei Sachen, bei denen man sich nicht erschrecken sollte, da erschrecke ich mich irgendwie. Okay. Cool. Was war das? Ah. Leise. Hallo? Kann ich euch töten? Ah! Ah, ich wollte schon sagen. Okay, also kann ich jetzt hier auch? Okay, cool. cool. Dann hoffe ich doch mal, dass die nicht wieder zum Leben erwachen. Ja, aber okay, heißt, wenn die hier alle deaktiviert sind...
natürlich. Da hat er recht. Da die hier alle deaktiviert sind, weiß ich nicht. Ich denke mal, dann werden das nicht unsere Gegner sein. Und ich hoffe wirklich, dass es nicht schon wieder diese dummen Geisterfreakies von... Wenn da jetzt so ein Scheißgeist rauskommt, ja? Leute. Was geht denn jetzt ab? Auf einmal super Altarmodus aktiviert. Und das auf einmal Paxton wieder, okay. Warum auch immer. Er ist ja cool dabei. Hallo. Ich lebe wieder. Ich weiß, dass das keinen Sinn ergibt. Ja, natürlich nicht. Genau wie alles. Alles andere. Sie haben mich getötet. Und das gefällt mir. Was? 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 Okay, Leute, er lebt immer wieder. Oder nee, er lebt eigentlich nicht. Okay, Mann am Boden. Ah! Okay, Leute. Wir sind wieder hier stark im Action-Modus. Für alle, die Teil 3 schon kennen, da habe ich ja eben auch mal gemacht gehabt, angefangen mit dem Eurobass. Oh! Okay. Ging irgendwie nie weiter, wollten wir mal machen, aber... Wow. Wow! Irgendwie kam es nicht dazu, auf jeden Fall. Da ist ja auch so, dass der Paxton als Geist oder sowas wieder lebt. Oh! Kommt sie da runter? Nee, okay. Cool. Ja, auf jeden Fall. Irgendwie ist Paxton tot und irgendwie auch nicht und... Und irgendwie leben es alle wieder. Cool, hallo, Leute. Okay. Super Altar-Modus ist auf jeden Fall wieder inaktiv. Und jetzt gehen wir hier rein. Nein, wir gehen nicht da rein, weil es dazu ist. Deshalb gehen wir da runter. Cool, ne? Welcher Mensch? Warum? Warum? Was denkst du dabei? Metastase. Kontaktaufnahme zur Außenwelt ist unmöglich. Die Replikanten-Streitkräfte wurden mit unbekannten Methoden reaktiviert. Jin, Sun, Kno, Kwon und Douglas, so lange, Holiday sind zu ihrer Position unterwegs. Mission, gehen Sie zu den Replikanten-Streitkräften aus dem... gehen Sie die Replikanten-Streitkräften aus dem Weg und treffen Sie sich mit Jin, Sun, Kwon und Holiday. Na, das hört sich ja super an. Gehen Sie aus dem Weg. Das wird ganz bestimmt auch passieren. Ich werde auf keinen einzigen mehr treffen. So. Oh Leute, oh Leute. Kisten mit besonderen Markierungen enthalten Vorräte. Okay. Ach Mensch, es ist neu gemacht, das ist cool. Gesundheitsboost, ne? Gut, heißt die Sachen sind jetzt immer dort irgendwo. Ach Mensch. Wo warten jetzt mal hier die... ach, X. War es das? Sind es hier keine? Okay, es ist etwas dunkel, Leute, keine Sorge. Ich sehe genauso wenig wie ihr. Was ist hier? Wahrscheinlich nichts. Ne, okay. Dann gehen wir hier weiter. Wo müssen wir eigentlich gerade hin? Also, wo geht's weiter? Hier kommen wir nicht durch. Taschenlampe geht aber echt schnell leer, sehe ich gerade. Also, es ist ja nimmer hier. Das finde ich halt nicht so toll. Und hier kommen wir nicht durch, okay. Ja, ja, als Taschenlampe. So, wir sind auf jeden Fall jetzt hier unten. Was können wir denn hier machen? Oh, das ist der Ratte gewesen. Hallo. Irgendwie können wir auch auf einen Schuss umschalten. Das fällt mir in diesem Fall ja eigentlich besser, aber naja. Ist ja egal erstmal. Hier waren wir. Ach Mensch, hier können wir hin. Hallo, liebe Freunde. Wie geht's dir denn so? Meine Pistole dabei. Um Türen in der gewaltsam zu öffnen. Granaten anders Sprengladung können sie Türen irgendwas. Okay. Boom! Gewaltsam. Warum Graf Dracula raus? Okay. Warum eigentlich?
Schrotflinte. Also ihr seht schon, wir finden auch viel schneller die ganzen Waffen. Weil der Spielverlauf auch viel schneller ist. Ach Mensch. Leute, Leute, Leute. Aber gut. Ja, also das war's gewesen. Das war 4 Extraction Point. Ich muss gerade noch meinen Weg nach oben finden, dann ja, sage ich auch tschüss. Okay, Leute, was war das? Im Ernst, also was war das jetzt gerade gewesen? Ich war ganz im Ernst, Leute, was war das? Also mir gefällt das nicht hier. Also. Mir gefällt das Ganze gar nicht. Also irgendwas war da. Aus wie so ein Strichmännchen, aber. Ist doch niemand. Ich war doch. Was? Moment mal, Leute.